Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir Reibkopfböller. Wir haben einmal Reibkopfböller von Helios, also von Weco Feuerwerk, von Nico, von Keller und von Pyroart. Spannend hierbei ist halt, dass hinten Keller Feuerwerk als Importeur angegeben ist. Wir haben hier die verschiedenen Größen quasi. Weco ist damit der größte Reibkopfböller. Hier sieht man es im Vergleich zu den anderen. Ne, der ist halt ein Stückchen größer. Der Rest ist ungefähr gleich groß, außer die Pyroart Reibkopfböller. Die sind irgendwie ein wenig kleiner. Auch die Packung ist schon kleiner als die von Keller. Hier kann man es gut erkennen. Und mal so nebenbei, ich finde diese Verpackung irgendwie voll geil. Hier bei Keller und bei Nico sind die gleich. Hier macht man die so an der Seite auf. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir nämlich mit dem von Pyroart. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Nicht schlecht, machen wir direkt noch einen. Ja, die sind gar nicht mal schlecht. Jetzt der von Weco Feuerwerk. Boah, der ist richtig laut, kein Vergleich zu den anderen davor. Also der hat jetzt echt alles getoppt. Wir machen trotzdem noch einen zweiten, weil es so geil war. Boah, die sind echt abnormal laut. Also wirklich, die sind fast so gut wie die Superböller 1 vom Pyropartner, die wir vorhin bei dem Vorfreude-Video gedreht haben. Wenn ihr das übrigens noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch das gerne angucken, indem ihr oben rechts auf das i drauf drückt und dann auf das Video klickt. Das ist der von Keller Feuerwerk. Okay, der scheint nicht so gut zu sein. Machen wir direkt noch einen zweiten. Ja. Okay, der ist schlecht. Jetzt kommt der von Nico Feuerwerk. Boah, der ist gar nicht mal schlecht. Aber ich weiß nicht, ob der so wirklich an den vom Weco drankommt. Wir machen jetzt nochmal einen zweiten. Boah, die drücken auch, aber die sind bei Weitem nicht so gut wie der von Weco Feuerwerk. Hierbei ist jetzt der Reibkopfböller von Weco der ganz klare Gewinner. Diese Schachtel kommt übrigens aus dem Hunan-Sortiment vom Aldi. Jetzt sind da leider die Silberkracher drin, die ja wahrscheinlich nicht so gut sind. Die werden wir jetzt auch noch testen. Das Video könnt ihr euch dann angucken, wenn es schon online ist. Wenn nicht, werde ich das noch im Nachhinein verlinken. Ja, abschließend würde ich wie gesagt sagen, die von Weco sind die klaren Gewinner. Danach kommen hier die von Nico Feuerwerk. Und dann kommen hier Keller und Pyroart, die waren wirklich überhaupt nicht überzeugend. Aber nochmal großes Lob an Weco und auch an Nico Feuerwerk, die sind wirklich top geworden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben geben und mir in den Kommentaren schreiben, was ihr noch besser haben wollt oder was schon gut war. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute, und bis demnächst. Get down to the B-side.